Sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, Österreich ist ein wunderbares Land, eines der schönsten Länder dieser Welt. In der Geschichte dieses Landes ging es auf und ab, es gab gute und schlechte Zeiten. Das letzte Mal, als Österreich ihre schlechten Zeiten hatte, war es die Zeit des Nationalsozialismus, die Zeit des Rassismus, Zeit der Unterdrückung der Freiheit. Seitdem ging es Österreich immer besser. Die Welt sieht die Österreicher als ein friedliches, respektables, friedliebendes und intelligentes Volk. Und so sind die Österreicher auch. Die Österreicher haben mit viel Mühe und Not aus einer fast ausweglosen Situation das Image ihres Landes wiederhergestellt. Die Österreicher haben das Land frei und neutral gemacht. Jetzt, dank des österreichischen Volkes, ist das Land eines der lebenswertesten und beliebtesten Länder dieser Welt. Jedoch gibt es wie in jedem anderen Land Menschen, die vom Frieden und der Lebensqualität in Österreich nicht so angetan sind. Menschen, die sich besser fühlen, wenn sie anderen ihre Probleme in die Schuhe schieben. Menschen, die nicht verstehen, dass die Lebensqualität, der Frieden und das Image, das so eine lange Zeit mühevoll aufgebaut wurde, sehr schnell zerstört werden kann und Österreich nach Abend treiben kann. Es gibt auch Österreicher, die an der Verhetzung und der Erinnerung an den Nationalsozialismus einen Spaß fanden. Natürlich gibt es Politiker, die, um an die Macht zu gelangen, scheinbar die Interessen dieser Menschen vertreten. Das letzte Mal, als Österreich ein riesiges Image-Schaden erlitten hatte, war es Ende 1999, als eine schwarz-blaue Regierung zustande kam. Gott sei Dank ist die Mehrheit der Österreicher frei und friedlich und bereit für das Image und den Frieden im Land zu kämpfen. Es ist nur denen zu verdanken, dass damals das Image von Österreich gerettet werden konnte. Derzeit gewinnt der rechte Block in Österreich immer mehr Zuspruch in der vor allem jungen und noch politisch ungebildeten Bevölkerung. Gründe gibt es dafür viele. Wirtschaftliche Probleme im Land, Unzufriedenheit mit der Regierung, das. Was einige Österreicher und Österreicher leider nicht verstehen, ist, dass mit Hetze, mit Abwendung von der Europäischen Union, mit strenger Asyl- und Einwanderungspolitik und mit dem Nationalsozialismus die Probleme nicht zu lösen sind. Viele verstehen nicht, dass sie aufgrund ihrer Unzufriedenheit von einigen Politikern für ihre eigenen Interessen ausgenutzt werden. Es gibt Parteien in Österreich, die den Interessen des Volkes und des Friedens widersprechen, die keinesfalls Frieden und Freiheit wollen, sondern eher das Gegenteil. Hiermit rufen wir alle Österreicher auf, unserer Initiative beizutreten und der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass wir mehr als die FPÖ und die BZÖ sind. Wir sind mehr und können mehr. Solche Parteien dürfen in Österreich keinen Zuspruch bekommen. Jeder, der für ein friedliches, neutrales und freies Österreich ist, ist hier willkommen. Je mehr wir werden, desto stärker werden wir. Desto mehr wird unsere Stimme gehört. Desto mehr Kraft haben wir, etwas zu verhindern und Österreich vor der Aggression, Hetze und Unterdrückung zu schützen. Schützen wir Österreich zusammen. Vielen Dank.